Jetzt kann ich also arbeiten. Starte mit Aufgaben. Die erste Aufgabe, da sollte ich so etwas erstellen. Das erinnert mich an Pivot-Tabelle und das ist tatsächlich eine Pivot-Tabelle. Ich sollte im Blatt, Klick, Datenbank für Pivot, Pivot-Tabelle starten. Ich schaue gar nicht groß, wie lang die Tabelle ist, sondern ich sehe, was da drin ist. Das sind irgendwie Ist-Ausgaben, Ist-Bilanz, Ist-Einnahmen, Soll-Bilanz, Differenz, nach Team, nach Betrieb, nach Wochentag, Kalenderwoche sowie Datum. Nun, um Pivot zu erstellen, muss ich einfach auf Einfügen klicken und dann muss ich auf Pivot-Tabelle gehen. Datenbereich wird automatisch erfasst auf neuem Arbeitsblatt. Hopp, schon gemacht. Und jetzt sollten wir erstellen, laut den Vorgaben, folgende Bereiche sollten wir bei der Erstellung berücksichtigen. Sicherlich Datum. Und jetzt Datum wird automatisch in Jahre, Quartale und Monate unterteilt. Dann sollte ich sicher Betrieb und Team berücksichtigen. Und ich aktiviere alles, das erscheint hier unten zuerst. Und jetzt denke ich mir, ist alles okay, aber laut den Vorgaben sollte ich Jahre, Quartale und Datum hier oben haben, Betrieb und Team links. Kein Problem, ich nehme Jahre und Quartale darüber. Datum denke ich auch. Und jetzt sehe ich Muen, Team M1, M2, M3 und so weiter. Was uns noch fehlt, ist die Wurst. Und zwar, das ist die Differenz soll und ist. Sollte das nicht korrekt formatiert sein, ich kann es hier markieren und Start formatieren und sonst Klick hier bei Wertfeldeinstellungen kann man Zahlenformat einstellen. Also in Datenbank klicken, einfügen Pivot-Tabelle, OK, aktivieren, was zu aktivieren ist, also Datum, positionieren, so wie ich das haben will oder so wie wir das haben wollen. Dann noch Betrieb und Team und Differenz, was wir analysieren wollen. Und das war's. Vielen Dank.